Freunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Jawohl, Freunde, wir haben jetzt wieder ein bisschen was hier auf dem Gabentisch zu stehen, was wir noch nicht hatten, und zwar ein Metzgerbier. Das Metzgerbier kommt aus der Alpiersbacher Brauerei, sprich also aus Baden-Württemberg. Zu verdanken haben wir das dem lieben Harry. Mein Gruß geht raus, schönen Dank an dieser Stelle, ich bin gespannt. Kommt hier in dieser schicken Bügelverschlussflasche daher und noch nie gehört, noch nie gesehen, interessant. Haben wir noch nicht vorgestellt, müssen wir auf jeden Fall mal machen. Was haben wir denn da drin? Ja, Wasser, Gersten, Malz und Hopfen haben wir drin und 5,2% Umdrehungen. Ja, naja, warum nicht? Probieren wir mal. Original Metzgerbier. Ja. Mhm. Ja, so eine Axt drauf auch da, so ein, was ist das, eine Kuh oder ein Büffel mit einer Krone, keine Ahnung, was das da ist. Also auf jeden Fall so, sieht so ähnlich aus wie ein Witter, nee, weil ein Witter sieht wieder anders aus, keine Ahnung. Also wie so ein Tier, was so ähnlich aussieht wie eine Kuh. Ein Stier vielleicht, das könnte ein Stier sein. Ja doch, das ist ein Stier, glaube ich, mit einer Krone. Ja, naja, so viel dazu. Also Freunde, ich würde sagen, probieren wir es einfach mal. Oh, das hätte bestimmt gut geploppt. So, Entspannungsverdampfung kommt wirklich reichlich raus, wunderbar. Mir kommt das immer so vor wie bei diesen Bügelverschlussflaschen, so wie ob da irgendwie besonders viel Entspannungsverdampfung rauskommt. Das sieht immer so aus irgendwie, ich weiß auch nicht, also es hört ja gar nicht auf, das ist wie so ein Auspuff, außer Wahnsinn. So, lassen wir mal laufen. So, ich mache mal so einen mittleren Einschank. Oh, guter Sound. Ja, okay. Oh, da ist schon eine kleine Raumnote. So, was haben wir denn da? Ja, doch, ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Finde ich schon mal schön, sieht gut aus. Von der Blume her, zwei Fingerbreite Blume, fein bis ja, mittelporig, ein paar Luftbläschen sind schon drauf. Allerdings kein Zerfall, zumindest sehe ich das jetzt nicht. Ne? Das zerploppt da zwar so ein bisschen, aber im Groben und Ganzen hält sich das so in Grenzen. Schaut mal selber, ich sage 90 Sekunden Standard, hält das Blümchen da durch. Sieht sehr, sehr gut aus. Von der Farbe übrigens würde ich schon sagen, das ist schneeweiß. Also das sieht schon sehr, sehr ordentlich aus. Und hier duftet es gerade schon. Ne? Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal müssen wir uns nochmal angucken, wie das Ganze optisch aussieht. So, im Farbspektrum, wo bewegen wir uns da? Würde ich sagen, das ist so ein Strohgold. So in diese Richtung geht das rein. Durchaus Strohgelb, Strohgold, so in diese Richtung etwa. Das Ganze ist tatsächlich recht saftig, ist filtriert. Schwebeteilchen entdecke ich nicht drin. Und von der Karbonisierung her perlt das schon ordentlich. Also das sind so mittlere Perlung. Das ist schon ein bisschen kräftiger. Finde ich gut. Und das ist schön deep. Ne? Das geht richtig rein. Das ist richtig schön saftig, tief. Finde ich gut. Und naja, eher so ein Seidenglanz. Ne? Das ist eher so ein bisschen... Jetzt nicht so... Jetzt nicht sagen, filtriert nicht. Also das ist so ein... ich wollte sagen, nicht teilfiltriert. So. Also ihr wisst schon, was ich meine. Schaut doch einfach mal selbst. Ist am einfachsten, ne? Ja, es ist okay. Also ich finde das schon mal ganz gut. Was soll ich sagen, Freunde? Macht mir irgendwie Appetit. Ich finde das gut. Das sieht kräftig aus. Das sieht aus wie so ein kräftiger Bursche, finde ich. Ja, und aus diesem Grund, da gebe ich auch gerne mal ein bisschen mehr. 5/5/6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Finde ich soweit gut. Und wie ich schon gesagt habe, 90 Sekunden Standard bei den Blümchen. Hat sich schön in der Blumenteppich gelegt. Sieht erstmal so ganz gut aus. Einzig, was ein bisschen irritiert, ist so diese, ja, ich will nicht sagen trüb, aber das ist halt nicht so, also es gibt ja so diese extrem krass filtrierten Biere und das ist eher so geklärt. Genau, das ist gut geklärt. So können wir es vielleicht nennen. Ach, kann ich mein Fach ausdrücken hier. Ach, furchtbar. So, ihr Lieben, und nu? Ja, ja, anschnuppern, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, wonach es duften tut. Weil hier ist ein Raumduft schon, das ist wirklich... Das riecht aber lecker. Das ist aber wieder... Aber gut, was war das? Alpiersbacher Brauerei, ne? Dieses Kloster da, genau, Klosterbräu. Ja, die machen gute Biere da. Das riecht man auch schon wieder. Oh, das ist ja herrlich. Also das ist so ein richtig schön lieblicher Malzkörper, den man da wahrnehmen kann. Der ist gut ausgeprägt, sehr selbstbewusst vom Bouquet her. Und ja, das erinnert einen auch so ein bisschen... an so ein gesüßtes Brot oder so. Ja, so in diese Richtung geht das rein. Also durchaus wieder ein bisschen getreidiger. Finde ich sehr, sehr schön. Leichte Säure kommt aber auch durch. Ja, und hinten raus, da ist so ein bisschen was vom Hopfen wahrnehmbar. Allerdings würde ich jetzt hier nicht von der Hopfenfloralität sprechen wollen. Das ist eher so ein bisschen dezenter, zurückhaltend. Also eher sekundär und Fruchtigkeit.
Auch eher ein bisschen weniger. Aber so insgesamt vom Bouquet her schon sehr aromaintensiv. Also wie ich sagte schon, so eine kleine Raumnote hier so beim Gabentisch schwebt hier schon so rum. Das ist schon so ganz angenehm. Also das duftet schon lecker. Ne? Also auch von daher auch schon richtig gut. So, und nun? Genau, Freunde. Jetzt müssen wir mal probieren hier auch. Ihr Lieben, auf euch. Zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Oh mein Gott, ist das wieder weich. Och, das schmeichelt ja wieder. Oh! Metzgerbier. Ne? Da stellt man sich ja jetzt eigentlich eher so was Rauchiges vor, oder? So ein Rauchbier oder so. Ist hier genau das Gegenteil, Freunde. Das ist genau das Gegenteil. Würde das jetzt nicht Metzgerbier heißen, dann würde ich vielleicht sagen, so Mann, das ist erfrischend. Das ist ja so richtig so, oh, richtig lecker. Ja, Freunde, fassen wir mal zusammen. Der Antrunk, was war da gerade los gewesen? Also erstmal würde ich sagen, beginnen wir mal ganz klassisch mit den Attributen. Wo bewegen wir uns da? Gemütliches Bier oder dynamisches Bier? Ich würde sagen, wir haben es ja schon eher mit einem gemütlichen Bier zu tun. Jetzt nicht, weil es 5,2% Umdrehungen hat. Das ist im Prinzip genauso wie so ein gutes Dortmunder Export. Aber das ist so... Ja, ich sag mal schon von den Aromaspitzen schon ein bisschen feiner. Und ich finde, gerade wenn es ein bisschen feiner wird, verdient das Bier auch immer ein bisschen länger im Mundraum behalten zu werden, sodass sich hier die feineren Nuancen noch ein bisschen schön entfalten können. Da hat man irgendwie mehr von, als wenn man das jetzt so, ja, so dynamisch wegätzen tut. Deswegen, da würde ich eher vorsichtiger sein. Also lieber eher kleinere Schlucke nehmen und wirklich ein bisschen mit der Zunge auch ein bisschen rumspielen mit dem Bier, sodass man da noch ein paar schöne Aromaspitzen rausarbeiten kann. Also von daher, meine Empfehlung ist es, dieses Bier als gemütliches Bier zu gebrauchen. zu genießen natürlich. So. Ja, Aromaspitzen, gutes Stichwort, haben wir schon angesprochen. Da sind einige, noch kann ich sie nicht beim ersten Schluck genau rausrevidieren, was das ist. Aber wir gucken mal. Also wir steigen noch ein bisschen tiefer da rein auch. Oh ja, das ist ein bisschen komplexer, das Ganze. Das ist jetzt nicht ganz einfach. Also der Malzkörper, der ist schon gut rausgearbeitet, das merkt man auch. Der hat so ein, ich sag mal, eine kräftige Lieblichkeit, so möchte ich mich ausdrücken. Eine kräftige Lieblichkeit, die so ein bisschen mit dem Fruchtkörper Hand in Hand geht. Also es ist nicht so, wie es normalerweise oder bei den meisten Bieren ist, die wir hier probiert haben, dass so die einzelnen Aromaspitzen sich so chronologisch, also nacheinander entwickeln, sondern eher hier so parallel verlaufen, also zusammengehen. Ne? Und das ist so ein Malzkörper, der sehr, sehr fruchtig daherkommt, finde ich. Also das ist so, du hast so überreifen Apfel, überreife Birne, aber dann eben auch das Getreidige. Und das ist so ein bisschen irritierend. Und da muss man sich erstmal so ein bisschen drauf einstellen. Das ist vielleicht so ein bisschen so, was ich als speziell tatsächlich auch bezeichnen würde. Und dann kommt was ziemlich Originelles. Es schiebt sich so oder mogelt sich dazwischen. Und das ist wieder das da, wo ich sage, das ist die sogenannte Wurzelsäure. Das ist so wieder dieses, wo ich sage, das ist so morsches Holz aus dem Sumpf, was so ein bisschen modrig sauer, ja, schmecken tut. Und jeder, der schon mal so ein heimisches Aquarium hatte mit Wurzeln drin und wenn man da dran riecht oder auch mal vielleicht mal so aus Gag so mal die Zunge nochmal so ranhält, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist so dieses, eine Wurzel ist immer ein bisschen so natürlich sauer schmeckend, so leicht modrig, so aus dem Sumpf. Ne, so genau so kann man das bezeichnen. Das schwingt hier sekundär ganz leicht mit. Ich sagte schon, das mogelt sich so ein bisschen so an diesen Malzkörper ran, der so auch ordentlich Fruchtigkeit beinhaltet. Also das heißt, es passt schon gut zusammen. Und das ist auch dieses, warum ich gesagt habe, das ist eher ein gemütliches Bier, weil genau eben diese feineren Nuancen tatsächlich erst auf der Zunge zum Vorschein kommen, wenn man auch wirklich das Bier ein bisschen länger auf der Zunge behält. Ja, das muss richtig wie so ein gutes Stück Schokolade, das muss schmelzen auf der Zunge. Und genauso ist es hier mit diesem Bier, da muss wirklich der Malzkörper richtig viel Platz, richtig viel Raum und Freiraum geben, dass der sich da entfalten kann. Da hat man wirklich mehr von. Also leicht saure Wurzel, so in diese Richtung geht da rein, ne? Ganz deutlich. Und das erzeugt dann auch diesen Nachhall. Also du merkst, was du auch rausriechst,
dass da so ein bisschen sauer daherkommt. Das kommt jetzt nicht so durch diese fruchtige Säure, sondern wie gesagt, dieses Holzige. Da ist sowas Holziges mit bei. Ja, vielleicht gibt es auch noch einen anderen Fachausdruck für, keine Ahnung, ich sage dazu mal so saure Wurzel. Ne, das gibt es ja auch so, im Extremfall gibt es das ja auch noch bei diesen Rauchbieren, wo wir das hier kennen. Ne, also so das, aber angenehm. Man könnte auch sagen, das riecht so oder das schmeckt so ähnlich, so wie ob das in so einem Holzfass gereift ist. Ja, so könnte ich mir das auch vorstellen, dass so das Getränk, in diesem Falle das Bier, auch den Geschmack von dem Holz annimmt. Wisst ihr, was ich meine? Und Holz ist immer sauer. Also das ist so... Ja, dann... Hinten raus, Hopfenfloralität leider ein bisschen mager. Da hätte noch ein bisschen mehr passieren können, finde ich persönlich. Also von der Herbe her, ich weiß jetzt nicht, wie viel IBU das hat, aber das ist nicht viel. Wenn ich schätzen müsste, irgendwas so 10, 11, 12, sowas in diese Richtung. Aber das ist nicht wirklich herb. Also das ist eher streng, nicht herb. Floral würde ich jetzt auch nicht gerade sagen. Wie gesagt, also die ganzen Hopfenkomponenten oder Hefekomponenten, alles, was man rausschmecken kann, was im hinteren Zungenbereich stattfindet, da ist hier wirklich eher weniger. Das Ganze ist hier sehr, sehr malzkörperlastig, sehr, sehr, aber dafür auch komplex. Das ist gut rausgearbeitet und man hat mit diesem Bier Freude. Und das ist ganz klar ein gemütliches, ein geselliges Bier, genüssliches Bier zum Feierabend oder so in geselliger Runde. Da macht sich das hier wirklich gut. Und ja, von der Rohstoffqualität, da brauchen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Hier, was war das? Albiersbacher da, die da aus dem Kloster da auch, ne? Die machen das da. Die haben da drauf, die haben da sehr, sehr gute Rohstoffe und da schmeckst du auch raus. Das ist eine Top-Qualität, finde ich. Aber ist streng, ne? Das ist ein strengerer Kandidat. Ich finde, das ist so eine interessante Kombination. So ein lieblich-nussiger Malzkörper, der parallel zu so einer Fruchtigkeit läuft und dann schiebt sich da noch so dieses wurzelige, holzige durch, was so eine Säure mitbringt. Das heißt, so eine Kombination süß-sauer. Das ist irgendwie ganz angenehm, finde ich. Das ist nicht schlecht, das ist originell. Aber auch nicht gerade einsteigerfreundlich. Also ein Einsteiger, der jetzt gerade so neu drin ist, so im Bierbereich, in der Bier-Community, der... könnte hier Schwierigkeiten haben, genau diese feineren Nuancen herauszuschmecken, weil das doch schon so ein bisschen komplexer daherkommt. Finde ich aber gut. Also das ist so ein gemütlicher hier, ne? Das ist so ein gemütlicher Bursche da auch, ne? Da hast du Spaß mit, glaube ich. Ja. Das irgendwann fängst du an zu singen auch. Ne? Das ist gut. Gut, Freunde, müssen wir noch bewerten, ne? Haben sie wieder gut gemacht da in ihrer Klosterbrauerei. Warum das jetzt Metzgerbier heißt, keine Ahnung. Haben das früher mal die Metzger getrunken oder so, keine Ahnung. Da sind ja auch Hackebeile drauf, oder so. Axt, wow, Axt werfen, coole Sache. Ja, Freunde, wie wollen wir das bewerten? Ja, ich finde das gut. 5 von 5, / 6 möglichen Punkten ist es mir wert. Damit ist Biersüffler draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.